Hallo ihr Lieben. Ja, ich weiß jetzt schon, dass dieses Video noch sehr lange brauchen wird, bis es endlich mal oben ist. Heute ist Mittwoch und ihr werdet sehen, wann es hochkommt. Heute werde ich auch noch zwei andere Videos machen. Ja, unser Internet ist zurzeit ziemlich lahm. Das eine Video lädt seit gestern Nachmittag. Und es ist jetzt 10.15 Uhr. Auf Mittwoch und es geht seit 16 Uhr oder so auf den Dienstag. Also, ja. Und das soll mein kleines Resümee über meinen Zoo- und Co-Besuch sein. Ich war ja noch nie in einem Zoo- und Co. und habe viel Schlimmes von Zoo- und Co. gehört immer. Ja, ich finde es super schade, dass dass allgemein Zoohandlungen Tiere verkaufen. Und ich finde wirklich nicht, dass sie die Tiere richtig halten. Und das werden sie wahrscheinlich auch nie. Aber nichtsdestotrotz wollte ich auch mal zum Zoo und Co. und wollte mir mal wirklich mein eigenes Bild machen. Und das habe ich dann heute einfach mal gemacht und bin mit ihr hingegangen, mit Grace. Mein erster Eindruck war, ja, Zooladen halt. Was ich sehr toll fand, war, wir sind auf den Parkplatz gekommen und neben dem Parkplatz war so ein Zaun, also eine umzäunte Wiese. Und darauf konnte man mit dem Hund auf eigene Gefahr Agility machen. Also da war wirklich so Slalomstangen, ein Tunnel, wo man drauf sitzen konnte, glaube ich, war sowas auch. Also so eine Bank oder wie man sich das nennt. Dann waren da ja Hürden und so ein Reifen, wo man durchspringen muss. Das fand ich sehr schön. Also kann man öfter mal machen, kann man mal hingehen und einfach mal Agility machen. Obwohl ich mir lieber meinen eigenen Agility-Platz bald im Garten bauen werde. Auch wenn das nur irgendwie ein Platz wird, also nicht so einer ein gekaufter, sondern einfach so einer mit Besenstein, was weiß ich. Na, auf jeden Fall fand ich das sehr schön, konnte man einfach mal ausprobieren. Ich hatte heute leider keine Zeit, das auszuprobieren, weil, ja, wir waren eine Stunde schon Fahrradfahren und Grace hatte irgendwie auch null Bock heute mehr, weil sie war dann nochmal eine halbe Stunde zu Fuß hingegangen. Ja, musste dann natürlich auch nochmal eine halbe Stunde zu Fuß zurückgehen und eine Viertelstunde waren wir noch da drin, also waren wir heute über zwei Stunden heute Morgen schon unterwegs und es ist Schrott. Ja, dann kamen wir halt rein, die Mitarbeiter, also auch einer auf dem Parkplatz, der gefegt hat, alle super freundlich. Ja, dann kamen wir halt rein und da war auch gleich was zu trinken für die Hunde. Und halt vorne war so eine wirkliche Hundeecke, Hundekatzen. Dann kamen hinten die Nagetiere und ja, die haben wirklich ein super Sortiment, also muss man ehrlich sagen. Also wie normaler Zooladen halt. Nur dann bin ich nach hinten gegangen, weil ich ja auch noch Frettchenfutter brauchte. Und ja, dann waren da zwei Graupapageien. Und die waren frei, also die waren einfach nur, da war so ein riesiger Ast und da sind die beiden einfach drauf gewesen. Davor waren noch Warnschilder, dass die heute wichtig sein könnten. Und man weiß es ja nie, wie die reagieren. Aber ja, außer dass die ziemlich laut in mein Ohr geschrien haben, fand ich das eigentlich sehr schön. Also, dass die einfach so frei sein konnten. Warum die frei waren, vielleicht konnten sie nicht fliegen oder so, wer weiß das schon. Auf jeden Fall, boah, fand ich das sehr toll. Ja, dann kam ich aber zu den anderen Tieren und ja, Zooladen halt, würde ich sagen, ne? Also Zoo und Co. ist wirklich ein Zooladen wie jeder andere. Ich weiß gar nicht, warum man Zoo und Co. so verteufelt. Also zumindest, wie die ich kenne, verteufeln Zoo und Co. Aber dazu muss ich sagen, dass ich wirklich so, ja, es ist wirklich Zooladen halt. Also ich war ja hier auch schon im Futterhaus und da waren auch so viele Tiere. Genau wie in Elmshorn war ich auch im Futterhaus, da waren auch so viele Tiere. Also wie jeder andere Tierladen halt auch, ist Zoo & Co. Nur halt, dass es nicht Futterhaus ist, sondern Zoo & Co.
Ja. Frettchenfutter hatten sie leider nur eins im Sortiment vom Bärpaar. Das ich aber auch nicht so schlimm finde. Das füttern wir ja auch. Ja, man hat halt nur keine Abwechslung. Aber wenn ich Abwechslung will, gehe ich halt eine Viertelstunde weiter zum Futterhaus. Und dann habe ich da Abwechslung. Auf jeden Fall, ja. Also ich würde da wieder hingehen, weil ich bestelle nicht super gerne im Internet. Also Frostfutter, Fertigbar, bestellen wir im Internet. Aber so kaufe ich halt lieber vor Ort, dann habe ich es direkt und sehe, ob es kaputt ist oder nicht und habe nicht immer noch diesen ganzen Versand und sowas. Aber ja, ich bin auch lieber eine, die ins Zooläden geht, wo keine Tiere verkauft werden. Wie zum Beispiel in Tornisch war ein Futterhaus, da wurden außer Fische nichts weiter verkauft. Da werden natürlich Hamster, Mäuse, Kaninchen, Ratten, es gab dann noch Vögel, Aquaristik, Terraristik, alles. Aber gut, ist halt mal so. Und ja, aber verteufeln würde ich den jetzt nicht, den Zooko. Es kann sein, dass es wirklich woanders super schlimm ist. Bei uns geht es wirklich. Also es ist nicht super, super, super schlimm. Es ist aber auch nicht das Paradies auf Erden. Also das muss ich auch dazu sagen. Ja. Kann ich euch auch mal zeigen, was ich heute gekauft habe für die Tiere. Für jeden ist eigentlich etwas dabei, auch nur eine Kleinigkeit. Als allererstes sind wir an der Kasse gewesen. Da hat Grace dann auch ein Leckerli bekommen. Da fand ich dann auch toll, dass es wirklich so Entenbrustfilet war, also so eine kleine Stängchen, statt irgendwelche Kekse, wo man nicht weiß, was da drin ist. Also, fand ich gut, also super. Und Grace hat das auch sofort aus der Hand genommen, obwohl sie eigentlich Menschen ja eher auf Abstand hält. Aber gut, wenn sie es annimmt, nimmt sie es an. Ja, dann haben wir ein paar Sachen gekriegt für diese Woche, so Werbung einmal. Dann so ein Heft Freunde rund um die Welt. So, das ist ein Katalog. Und noch einmal Freunde, das Magazin für Tierfreunde. Das ist schon Magazin und gleichzeitig aber auch ein bisschen Katalogwerbung. Also so Freunde. Falls ihr es seht, ich habe keine Ahnung. Ja. Was haben wir denn noch? Dann brauchten wir natürlich für Hauswirtschaftsraum, für Grace, eine Napfunterlage, weil wir hatten, also die wir hätten mitnehmen können, Umzug her. Fand ich nicht mehr so schön, habe ich weggetan. Jetzt haben wir eins von Dog's Favorite Dinner. TR-Tischset, braun. Die ist 44x28 lang. Und hat 2,49 Euro gekostet. Finde ich schon sehr teuer. Also, weiß ich nicht, 2,49 finde ich für so eine einfache Nappunterlage, die wirklich nach ein paar Wochen schon kaputt geht, beziehungsweise so dreckig ist, dass man sie wirklich nie mehr wirklich sauber bekommt. Da habe ich ja mal das Problem. Aber ich hatte jetzt auch keine Lust, Grace irgendwo anzubinden, um dann nochmal nach Kick oder Teddy oder was weiß ich reinzugehen. Ja. 249, gut, es geht noch. Gibt bestimmt auch teurere, aber ich bin halt so teuer. Dann, wie gesagt, haben wir vom BHP Frettchenfutter mit Chicken 42,25%, Taurin High Acceptance Vitamin E. Das sind so wie so eine Pellets. Und wieder verschließbar. Ja, aber ja, wir haben ja einen Karton, also so eine Kiste, wo wir alles Trockenfutter mal reintun und dann mal rausholen. Ja. Dann habe ich für Grace, die guckt schon so.
hat sie sich ausgesucht, beziehungsweise ich habe ihr es gezeigt und sie, oh, ich will das haben, so einen stinkenden Knochen. Also das Frettchenfutter hat 14,95 gekostet oder 14,99 Weisheiten. Also der Schinkenknochen, 19 cm lang, mittelgroß, für mittelgroße und große Hunde. Square ist ein kleines bisschen zu groß, aber er schmeckt bestimmt ein bisschen länger dann auch. Ja, hinten auch. Ja. Ist halt von Activa und hat 1,29 gekostet. Einfach auch eine Lagerabteilung und wenn die anderen alle was bekommen, Futter oder was weiß ich, Leckerlis, dann müssen die Kaninchen natürlich auch was bekommen. Und dann habe ich einfach mal geguckt, was man so als Leckerli geben könnte, weil so, und dann waren wir auch noch beim Hagebaumarkt, darum waren wir auch eine Stunde noch Fahrradfahren davor. Und da wollten wir für unsere Kleiderhaken haben und eigentlich wollte ich ja für Grace auch so einen eigenen Garderobe machen, wo ihre ganzen Leinen und so rankommen. Aber dann haben wir gesagt, nehmen wir doch lieber zweimal dasselbe. Jetzt haben wir jetzt nur 6 Haken. Also ich hoffe, ich komme noch mit hin. Ich muss wirklich manches irgendwie anders verstauen. Aber gut. Werden wir sehen. 6 Haken sind ja auch erstmal etwas, wenigstens für die wichtigsten Leinen und Geschirre. Ja, müssen wir mal schauen. Okay. Also die hat übrigens 7,99 gekostet. Und Grace, ich habe hier doch auch noch ein paar Leckerlis für dich. Ich kann die hingelegt. Das war schon wieder von uns. Wie gesagt, ich mache gleich noch 2 Videos. Die kommen dann irgendwann hoch. Ich weiß es nicht. Wir brauchen unbedingt besseres Internet. Die wollen das doch bald umstellen auf höhere Leistung. Aber werden wir sehen. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.